Hallo! Gehörst auch du zu den jungen Menschen, denen Themen wie Datenschutz und Sicherheit im Internet wichtig sind? Machst du dir Gedanken darüber, was mit deinen Daten im Netz passiert und was Werbefirmen durch dein Surfverhalten alles über dich herausfinden können? Ha! Das ist doch lächerlich! Warum sollte das auch irgendjemanden interessieren? Wichtig ist doch, welche Vorteile wir durch das Internet haben. Alles geht schnell und einfach. Und das meiste ist kostenlos. Das ist doch super. Stimmt. Für viele Dienste und soziale Netzwerke müssen die Nutzer nicht in barer Münze zahlen. Aber die Betreiber haben eine andere Möglichkeit gefunden, ihre Angebote kostenlos zur Verfügung zu stellen. Sie verkaufen die Daten ihrer Nutzer an Werbefirmen, die dann ihre Produkte personifiziert anbieten können. Und dass das ein Problem ist, wissen mittlerweile nicht nur Erwachsene. Quatsch! Warum sollte das ein Problem sein? Und überhaupt, ich glaube nicht, dass irgendwelche jungen Leute es kümmert, ob ihre Daten weitergegeben oder verkauft werden. Man hat doch nichts zu verbergen. Tatsächlich gehen Jugendliche im Internet manchmal unvorsichtig mit ihren privaten Inhalten um. Trotzdem machen sich viele von ihnen Gedanken über ihre mobile Sicherheit. Was? Woher willst du das denn wissen? Das weiß ich, weil ich einige von ihnen am 31. Oktober im Berliner Wannsee-Forum bei den Watch Your Web Days kennengelernt habe. Watch Your Web Days? Genau. Die Teilnehmer der Watch Your Web Days waren junge Menschen im Alter von 15 bis 22 Jahren, die aus ganz Deutschland, Österreich und Liechtenstein zusammengekommen sind, um ein ganzes Wochenende lang über verschiedene Themen aus dem Bereich Daten und Verbraucherschutz im Internet zu diskutieren. Puh, das klingt aber ziemlich langweilig. Überhaupt nicht. In 8 verschiedenen Workshops haben die Teilnehmer sich zusammengefunden. Dabei wurden Themen wie Netzpolitik, Sicherheit in sozialen Netzwerken, Urheberrecht oder Cybermobbing behandelt. Es wurde über mehrere Stunden diskutiert und an einer Forderungsagenda gearbeitet. Das klingt für mich aber nicht gerade besonders witzig oder spannend. Die müssen doch eingeschlafen sein vor Langeweile. Ganz im Gegenteil. Aber hör selbst. Wie gefällt's dir bisher? Super. Ja? Also es sind echt tolle Leute da und es ist echt super organisiert und echt lustig. Was erhoffst du dir von morgen, von dem Ergebnis des Workshops? Dass wir auf Ideen kommen, wie wir Cybermobbing verringern können, gerade in Schulen, dass die LehrerInnen das machen oder auch was die Politik betrifft. Meinst du, dass das durchgesetzt werden kann? Meinst du, da gibt es eine Chance, dass das irgendwer wirklich ernst nimmt? Das ist immer so eine Sache. Ich denke, man müsste da eventuell zusätzliche Kräfte schaffen oder eventuell bestehende Kräfte umschulen. Aber es wäre ein Zeichen in die richtige Richtung, dass der deutsche Staat jetzt nicht mehr denkt, dass das Internet Neuland ist. Denn ich meine, das Internet gibt es jetzt schon seit einigen Jahren. Und ich denke, der Staat muss jetzt aktiv auch dafür sorgen, dass das Internet ein sicherer Platz für alle wird. Du warst gestern auch auf dieser Krypto-Party. Was habt ihr denn da gemacht? Ja, hauptsächlich saßen wir zusammen in kleinen Runden, immer ein Experte und eine Gruppe außenrum. Und dann haben wir uns einfach ausgetauscht über eigentlich alle Themen, die uns interessiert haben. Aber vor allen Dingen zum Thema Kryptographie wurde uns alles Mögliche erklärt. Von wie verschlüssel ich am besten zu Hause und worauf muss man achten und sowas alles. Und was war jetzt mit dieser Forderungsagenda? Wofür soll die denn bitte gut sein? Die Agenda wurde am Nachmittag des zweiten Tages mit Politikern und Experten im Podium diskutiert. Anschließend wurde sie offiziell an Herrn Staatssekretär Billen vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz überreicht. Hier sind einige Forderungen. Die komplette Agenda findest du in der Videobeschreibung. Wir fordern, dass gesetzlich verankert wird, dass Daten nur für den Zweck verwendet werden dürfen, für den sie erhoben wurden. Wir wollen einen aktiven Umgang mit digitalen Medien in der Schule. Wir wollen keine Zensur unter dem Deckmantel des Jugendschutzes. Wir fordern mehr Aufklärung über und Prävention von Mobbing.
Grundrechte, insbesondere das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, müssen besser durchgesetzt werden. Bei allen Werken sollte neben der Namensnennung der Urheber auch immer zwingend eine Kontaktmöglichkeit zum Urheber bzw. zum Rechteinhaber angegeben werden. Zur Medienkompetenz gehört auch Vertragskompetenz. Beides soll in der Schule vermittelt werden. Wir fordern mehr Aufklärung zum Thema Datenschutz und Sicherheit in den Medien, die vom Staat finanziell gefördert und von unabhängigen Institutionen produziert wird. Zusätzlich sollen Veranstaltungen für Jugendliche wie die Watch Your Web Days häufiger und deutschlandweit stattfinden. Schön und gut, aber davon hat doch niemand was. Als ob so eine Aktion irgendwas bringen würde. Oh doch, so etwas macht Sinn. Natürlich können die Politiker nicht alles direkt 1:1 in die Tat umsetzen. Aber jetzt wissen sie Bescheid, was Jugendlichen wichtig ist. Und Staatssekretär Billen hat versprochen, die Agenda durchzuarbeiten und den jungen Menschen eine Rückmeldung zu geben. Vor allem aber haben die Teilnehmer ein wichtiges Zeichen an die Politik gesetzt. Dass nämlich die junge Generation durchaus ein großes Interesse daran hat, sich sicher im Internet bewegen zu können und hier noch ein großer Handlungsbedarf besteht. Du siehst also, sich aufzuregen, wenn deiner Meinung nach in der Gesellschaft etwas nicht richtig läuft, ist einfach. Wenn du aber etwas verändern willst, ist es wichtig, dich zu engagieren. Such dir Menschen, mit denen du diskutieren und dich austauschen kannst und nutze Veranstaltungen wie die Watch Your Web Days, um dein Wissen zu erweitern und dir Gehör zu verschaffen. Vielen Dank an alle Teilnehmer und Referenten für die rundum gelungene Veranstaltung. Watch Your Web Days.